Sinneszellen, also die Firma Sinneszellen, die ist eigentlich sehr interdisziplinär aufgebaut. Unser Team, wir sind ein sehr kleines Team, wir sind 10 Leute. Alle haben, oder fast alle, bis auf ich zum Beispiel, ich habe nur eine Ausbildung, aber die meisten haben zwei bis sogar drei Ausbildungen. Man muss sich das so vorstellen, man hat ein Kaleidoskop, das stellt das Projekt dar oder die Anforderungen eines Projektes und man sieht die Leute mit ihren Ausbildungen durch das Kaleidoskop, dreht das und das gibt eigentlich extrem viele Zusammensetzungen, ganz viele unterschiedliche. Und mit dem decken wir ein ungeheuer breites Spektrum ab. Und das möchten wir auch nicht missen. Wir haben schon böse Zungen, haben schon behauptet, ihr seid ein Gemischtwarenladen oder man kann nicht alles auf einem gewissen Niveau machen. Ich behaupte das Gegenteil, das sind wir, genau wir. Wir wollen das. Bei uns möchte zum Beispiel die Geschäftsführerin, die ist ausgebildete Konzertpianistin, die möchte komponieren bei einem Werbeclip, die möchte Sound komponieren, die möchte auch was spielen. Wir haben ein Hybrid-Piano in der Firma mit Hammertechnik, wo man auch Sound aufzeichnen kann, abgreifen kann. Und der Claudio Antonelli zum Beispiel, unser Smoke-Artist, der auch hier spricht, der hat zum Beispiel auch in der Firma eine elektrische Geige. Er kann Geigen spielen oder ein anderer Mitarbeiter kann auch Klavier spielen. Das hat schon gegeben, dass wir dann den Spot vertonen selber, weil es uns Spaß macht, weil das Abwechslung bringt, weil wir das haben möchten. Also Smoke on Mac bzw. allgemein Autodesk Großsysteme habe ich schon immer damit geliebäugelt. Ist natürlich, ich komme nicht wie Claudio vom reinen Produktions-Background. Ich habe auch, es ist meine Firma mit meiner Partnerin zusammen und noch zwei Teilhaber. Und da ist das schon einen anderen Gedanken auch, nicht nur cool, oh, wir haben ein großes neues Spielzeug. Schon auch, ich mag Spielzeuge. Je mehr Technik, je besser. Aber es ist auch ein strategischen Gedanken dahinter. Man kennt diesen Brand, man kennt Flame, man kennt Smoke in der Werbung, in der Werbebranche. Und wir sprechen Werbekunden an. Es ist also quasi es ist wie für die Jugend heute Puma-Turnschuhe oder Adidas-Jacken oder irgendwas oder Lifestyle-Gadgets, iPhone etc. ist es für die Werbebranche schon auch einen gewissen Qualitätsstandard oder einen gewissen Luxus, den sie schätzen. Und da mussten wir das abwägen, wie viel ist es uns wert, das mal anzutesten oder zu kaufen. So ein Suite ist eine gewisse also Investition. Man muss zuerst mal den Platz haben, man muss die ausbauen. Da kommt nicht nur das System dazu, da muss alles stimmen. Das System kostet was, die Person auszubilden kostet viel Zeit, die man haben muss. Aber im Großen und Ganzen, denke ich, hat es sich gelohnt, extrem. Und dann ist das Smoke on Mac rausgekommen und dann war die Entscheidung eigentlich schon viel einfacher, weil das ist eigentlich ein Großsystem, in Anführungszeichen, das man für kleines, also verhältnismäßig kleines Geld kriegt. Es kostet schon ein rechtes Stück mehr als Final Cut Arbeitsplatz oder ein Avid Arbeitsplatz. Aber es ist natürlich auch ein sehr mächtiges System und es macht natürlich, hat es auch gewisse Nachteile, also große Nachteile sogar, riesige. Es macht Lust auf mehr, also auf Flame Advanced. Und das müssen wir irgendwann einmal budgetieren. Wir sind in einem Gebiet, in dem wir wirklich Werbekunden haben und Kunden aus dem Filmbereich. Und da ist es wirklich, da können wir uns von der Qualität her einfach nichts mehr anderes vorstellen. Weil das Problem ist da, wir müssen uns immer steigern. Und wenn der Kunde das mal gesehen hat und der kommt dann zu uns und wir haben was Älteres, was Schlechteres, dann kommt er nicht zu uns. Und besonders in der Werbung ist man sich halt Smoke und Flame und all die Sachen gewöhnt. Das ist Standard. Und wer da mitspielen will, muss investieren und nach den Regeln spielen.
Ich habe mir nicht mal die Demo gezogen für Smoke. Ich habe praktisch das Ding, wir haben das Ding gekauft und gleich am ersten Tag kam dann Robert Kulin von der Dreamworks. Unser Händler kam zu uns und hat uns 2 Tage lang eigentlich Q&A hat, wir haben alles Sachen gefragt, die wir halt kennen aus der Postproduktion. Wie kann man das machen? Wie kann man das machen? Wie mache ich das in der Timeline? Wie mache ich das? Wie mache ich einen Key? Wie mache ich eine Maske? Alles, und er hat uns alles beantwortet und ja, ich konnte dann 2 Tage nicht schlafen, weil ich so viele Informationen aufgesagt habe. Der Workflow war eigentlich vom Schnittprogramm, gehen wir ins Compositing. Dann geht es vielleicht vom Compositing nochmal zurück ins Schnittprogramm für Änderungen, für Finecuts. Dann geht es ins Grading Tool. Dann wird es ausgegeben, es wird komprimiert, es wird dem Kunden geschickt. Der macht eine Abnahme, sagt ja, sagt nein. Im schlechten Fall geht es zurück in den Schnitt, wieder ins Compositing, wieder in den Schnitt, wieder ins Grading. Und es sind viele verschiedene Stufen und zwischen jeder Stufe kann es Fehler geben. Menschliche Fehler, Softwarefehler, Verzögerungen. Der Kunde kann manchmal sich nicht entscheiden, will 5 Varianten sehen. Und das ist immer 5-mal die ganze Geschichte hin und her. Und jetzt ist es wirklich so, der Kunde sitzt bei uns, wir machen die 5 Varianten am Stück an einem Tag durch. Er entscheidet sich, das Ding wird ausgegeben, die Sache ist gegessen. Und Zeitersparnis von, ich sag mal, 1 zu 5 Tagen. Ist okay. Und Smoke on Mac bietet uns vom Conforming zum Schnitt, zum Compositing, zum Grading, bis zum Ausrennen in verschiedenen Formaten eigentlich alles, was wir brauchen. Es ist zuverlässig und vor allem, wir haben eine Echtzeitfunktion. Also, wir können mit dem Kunden wirklich dran sitzen, er kann seine Wünsche äußern und wir können die Aufträge viel schneller und effizienter abarbeiten. Und ja, zusätzlich kommt die Sicherheit hinzu, wenn ich was aufgebe zum Rendern, ich weiß, es funktioniert. Und ich habe nicht am nächsten Morgen einen Fehler und hauptsächlich Stabilität und die All-in-One-Sache. Das sind so Workflow-spezifische Punkte, die in einem kleinen Betrieb bei strengen Deadlines einfach funktionieren müssen.